Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir waren hier an dem Garten. Ja, und machen jetzt mal weiter. Es ist die Frage, was machen wir? Ach, darf nicht so rausgehen hier. Holen uns jetzt mal den Nadelstrauch. Nadel, Strauch, konisch. Konisch, enge Form. Ja. Das ist konische Form. Das ist dann nicht enge, ne? Dann schauen wir doch nochmal. Wir gucken mal. Pflanzen, Nadel. Das ist der hier. Genau. So, drei Stück. Die würde ich gerne hier so vorstellen. Also direkt so vor die Autos. Vielleicht. Ja, doch, wir packen die dahin. Gut, okay. Ich denke, den kann man noch ein kleines Stückchen nach außen schieben. So, und dann schaufeln wir erstmal hier. So, die machen wir jetzt einzeln, weil die eben relativ weit auseinander liegen. Machen wir die eben einzeln fertig. So. Und dann brauchen wir noch zweimal Nadelstrauch, unregelmäßige Form. So, zwei. Da, jetzt bin ich hier schon wieder im nächsten Bereich drin gewesen. Erde bedecken und gießen. Dann brauchen wir Nadelstrauch unregelmäßige Form. Wir schauen mal. Unregelmäßige Form. Das da ist der. Zweimal. Wow, der ist ja riesig. Das war zweimal, ne? Ich muss mal kurz hier in dem Bereich. Ja. Ich würde hier eigentlich gerne noch einen kleinen Durchgang lassen. So am Haus entlang. Also so, dass man hier eben noch durchkommt. Und, ja, genau. Ich glaube, so ist das ganz, ganz gut. Gießen. Und den da. Loch ist ausgegraben. Bei dem brauchen wir nur zweimal buddeln. Und gießen und fertig. So, dann in diesem Bereich. Gegenstand entfernen. Die Pflastersteine müssen wir entfernen. Das ist aber ganz schön viel Pflasterstein, was wir hier entfernen sollen. So. Okay. Das haben wir. Dann streue Sand, montiere Spielplatz und Gegenstand anbringen. Okay. Streue Sand, echt alles oder nur hier? Da gucken wir mal. Decken. Sand, Quadrat. Aber das ist Quadrat. Ich soll es streuen. Da, Sand. Obwohl, ich will das mal ausprobieren. Das kostet jetzt ja auch nicht die Mega-Welt. Irgendwie hier würde ich gerne.
das so machen. Ah ja, 2%, alles klar. Also es geht dann so. Das ist doch toll. Dann können wir nämlich hier die Kante etwas schöner gestalten, etwas sauberer. Ich hoffe, dass dieses winzige Stückchen, was ich da jetzt über habe, ne, sieht man ja, dass uns das jetzt nicht nachher total reinreißt. So. Ja, jetzt würde ich einfach mal hier drauf losstreuen, ne? Das könnte den Auftrag auch schon beenden, aber das will ich gar nicht. Jetzt hier nochmal versuchen, eine recht saubere Abschlusskante zu bekommen. Und dann will ich gleich mal gucken, wie viel Prozent wir schon haben. Erst 36. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann müssen wir dann doch da in die Richtung weiter. Kann ich den größer machen? Nein, schade. Weil es wäre echt toll gewesen, den ein bisschen größer zu machen. Okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht zu genau sein muss in diesem Auftrag. Fände ich ganz, ganz gut. Pingelig genau kann man sein bei den Häusern, die wir dann verkaufen, aber nicht bei diesen Aufträgen. So, 78, 85% jetzt schon. Okay. So. Dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Hoffe ich sehr. Nur 97%. Hallo? Wo fehlt hier noch was? Ist jetzt nicht wahr, oder? Ist das doch tatsächlich echt diese Millimeter? Dann gehen wir ein Stück weiter raus jetzt. Anders kann es ja nicht sein. An was anderem kann es ja eigentlich nicht liegen. Oder habe ich hier irgendwas nicht richtig befüllt? Ne, hier ist alles befüllt. Warum nur 97%? Was? Jetzt bin ich aber weit rausgekommen. Was übersehe ich? 98. Das sind die Ränder, ne? Da fände ich es schön, wenn man eben in solchen Bereichen tatsächlich eine Außengrenze hätte, dass man eben nicht drüber wegstreuen kann. Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall weiter rüber. In dem Fall. Okay, so, das haben wir jetzt erledigt. Also finde ich total hässlich gerade. Aber okay, soll uns nicht weiter stören jetzt gerade. Montiere Spielplatz. Achso, man sollte erstmal ein Zugfeld, ne? Spielplatz. Oh, das ist schon nett. Gut. Ich würde sagen, gestalten wir mal so, dass es Mädchen und Junge sein kann. Oder? Ja, würde ich sagen. So machen wir es. Und das kommt dahin. Okay. Oh, was? Ach, da. Okay, okay. Fertig? Fertig. Gut. Steht. Karussell. Sollen wir?
Usel Asobi. Ah ne, das war mit Sicherheit nur eins. Ja. Und da war Frühlingswippe. Ah, da. Da. So. Fertig. Juhu. Okay, also ein Spielplatz. Und wir bekommen 5.263 Euros. Sehr schön. Das ist toll. Mal gucken, ob wir neue Aufträge bekommen haben. Haben wir? Haben wir? Ja. Okay, alles klar. Machen wir aber nicht. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir gehen jetzt erstmal wieder in unser Partyhaus, denn wir wollen ja schließlich da auch den Garten irgendwann fertig bekommen, ne? Okay, was ist denn das? Gartenwettbewerb. Um den Wert des Hauses zu steigern, können Sie an einem der Gartenwettbewerbe teilnehmen. Wählen Sie nach dem Drücken der Eingabetaste aus, in welcher Art von Garten Sie eine Bewertung vornehmen möchten. Okay, aha. Ja, gut. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Bewertung. Das ist dann wahrscheinlich nur, wenn ich das verkaufe oder sowas. Ich weiß nicht. Ja, schauen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. So, hier hatte ich ja nun meine Probleme damit, ne? Das war ja jetzt nicht wirklich toll. Das wird immer noch nicht passen, weil es immer noch kein Update gab. Ja. Was machen wir da? Ich guck mal eben, ob wir das irgendwie einstreuen könnte. Aber man könnte da jetzt so Steine hinpacken, aber ja, nee. Eigentlich möchte ich das ganz gerne dahin haben. Und ich überlege gerade, ob ich die eventuell dahin platzieren könnte. Ja, soweit. Und das war's dann. Wirklich, wirklich schade. Da muss dringend dran gearbeitet werden. Das passt natürlich jetzt ja auch hier überhaupt nicht zwischen. Das liegt jetzt oben drauf, weil es eben nicht dazwischen passt. Okay. Ja, dann würde ich das einfach jetzt erstmal so lassen, das Stück da. Vielleicht kann man das alternativ ein bisschen einstreuen. Ich kann mal ganz dunklen Kies hier nehmen. Und das Ganze sehr klein machen. Ja, aber guck mal, ab hier ist vorbei, ne? Ja, das lassen wir. Okay, lassen wir erstmal. Machen wir uns erstmal keine Gedanken drum. Das verkaufen wir jetzt mal. Und dann schauen wir weiter. So. Ja, jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier am besten machen. Ich würde diese Platten gerne nehmen. Ja. Wie machen wir das jetzt? Gute Frage. Gucken, wie viel wir so nebeneinander machen. Vier. Ja, noch eine würde zwar gehen, würde ich aber hier gar nicht mehr machen. Also so die Größe finde ich ganz, ganz nett. Ja, dann wie gesagt, der Zaun muss hier ja noch mit hin. Den brauchen wir hier auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir da erstmal schauen mit dem Zaun. Wir den dahin machen, dass wir dann auch wissen,
den Rest eben wissen. Was hatte ich jetzt gesagt? Den da habe ich gesagt, nehmen wir, ne? In weiß. Jetzt will ich mal schauen, wie groß der ist. Ja, der ist zu groß. Wir haben den aber noch eher in kleiner. Genau. Kriege ich den denn jetzt am besten an das da platziert? Ja, super, das passt überhaupt nicht. Jetzt passt das, also. Ich denke, so kann man das nehmen. Ja, so ist das okay. Dann würde ich nämlich hier offen lassen, dass man da eben durchlaufen kann. Ne? Wo haben wir denn den zweiten? Stelle ich erstmal hin, weil ich brauche ja auch noch den das Geländerdingsen hier. Den stelle ich nämlich da hin. Dann können wir das Ganze hier drehen. Muss ich mal gucken. Ja, passt gut. Ha, das sieht doch ganz, ganz nett aus. Ja. Ja. Okay. Okay. Wir machen weiter. Enger Kreuzzaun, Kreuzzaun. Was ist da der Unterschied? Ach. Anderthalb. Mhm, okay. So ist das dann schon recht passend dann. Aber ich glaube, wir machen das ruhig eine Weile lang. Also das kann schon ein bisschen länger sein. Ich möchte jetzt aber erstmal die Platten fertiglegen. Steinwege? Nee, Gehsteigplatten. Da. Da, wo es draufsteht, ist es auch drin, hoffe ich. Wir hatten doch hier die viereckigen Dinger. Wo waren die da? Was hatten wir denn an... Hä? Das... Hä? Oh, verdammt. Jetzt muss ich nachgucken. Das ist doch so Pflastersteinzeugs. So. Die erste. Oh Mann. Ja. Das war richtig, ne? Ja, gut. Oder auch nicht. Das war nicht richtig. Das war die falsche Umrandungsfarbe. Auch nicht richtig. Was soll denn das? Ist das das? Das? Das ist das. Na toll. Jetzt, wo ich auf nicht auf Kauf viele gedrückt habe. Okay. Ja, jetzt passt es wieder. Ah, der war falsch. Den muss ich nochmal neu legen. Den habe ich auch falsch gelegt hier. Okay, dann den hier nochmal verschieben. Das passt. Und das. Okay. Also, das reicht mir aber von der Größe her noch nicht. Da müssen noch ein paar Platten hin. So.
Ich denke, so ist das ganz nett. Oder? Das könnte ganz, ganz nett sein. Wie gesagt, wir wollen davon viel machen. Wir machen einen recht großen Außenbereich. Deswegen ist das ganz, ganz okay, wenn, wenn das nicht so mega groß ist. Oh, schnell ein bisschen Rasen mähen. Nein, wir machen jetzt den Zaun hier fertig. Die Dinge hier, die kriegt man weg. Das ist also auch kein Problem, weil wir hier einen Weg hin machen. Aber hier, das muss wahrscheinlich dann durch Gras weg. Okay, wir machen erstmal den Zaun jetzt fertig, würde ich sagen. So, den da in weiß und einmal so rum. Genau, und dann... Gucken wir, dass wir den da ordentlich dran kriegen. Ja. Und jetzt passt das hier natürlich nicht, ne? Oh, es war ja so klar, dass das nichts wird. Okay. Ne, machen wir anders. Also. Stellen wir den da hin. Wir haben ja noch einen kurzen, ne? Wir haben ja hier... Noch einen kurzen Zaun, der ist allerdings jetzt dann auch zu kurz. Vielleicht doch anderthalb, zweimal, ob das passt. Ja, natürlich nicht so rum, sondern Lass mal gucken, ob das überhaupt passen würde. Das könnte schon passen. Wir probieren das erstmal aus hier, ne? Also. Und der ist auch gleich ganz anders in der Mitte. Kann ich den ineinander schieben? Nee. Das wäre gut gewesen, so ineinander, dass man eben ein gleiches Muster hat, ne? Weil hier, jetzt ist das Muster ja total anders. Das ist schon ein bisschen blöd. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben zwar diese Pfeiler, aber die ohne nicht einzeln. Frage ist, was machen wir? Also ich habe eine Idee. Wir probieren das aus, ob das passt. Ja, das passt natürlich nicht. So, passt das. Den nehmen wir erstmal weg. Aber ich verkaufe noch nichts, weil ich noch nicht genau weiß, wie machen wir jetzt hier weiter. Okay, dann müssen wir das Ganze hier vielleicht doch drehen und einen Pfeiler zwischen stellen. Ich habe doch einen Pfeiler irgendwo. Da. Das ist echt die Frage. Ja, das passt gut. So. Ja, und hier könnte man vielleicht einen kleinen hinpacken. Das probieren wir jetzt noch aus. Der Part, der ist eigentlich schon wieder viel zu lang, aber manchmal muss das einfach so sein. Guck mal, das passt einfach nicht. Da kann man echt machen, was man will. Das passt einfach nicht. Hm.
Das ist ganz schön doof. Anderthalb passt da auch nicht hin, ne? Ja, würde schon einigermaßen. Ja, so ein bisschen, aber, ne? Da ist jetzt irgendwie. Ah, das ist doof. Okay, egal. Ich würde jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten gucken wir dann mal, vielleicht, wenn wir hier die Dinge mittig stellen, ob es dann in irgendeiner Weise passt. Ansonsten müssen wir an den Platten noch ein bisschen was verändern. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.